Also wir wollen dann mit unserer Botschaft anfangen, von der, was ich heute gemerkt habe, kehre um, mit dem Lukas Kapitel 12, von 13. Und dazu werden wir bekicken den Umkehr in der Bibel, weil wir wollten das ja von der und da viel verschiedenste Umkehren. Und wir werden aber den Umkehr in der Bibel bekicken. Und dazu lud uns einmal anfangen, mit zu betrachten, mit den Umkehr im Alten Testament. Weil ich glaube, uns merkt das viel mehr sein, wenn wir dem Alten und dem Neuen Testament gegenüberholen dann, und dass wir sein würden im Alten Testament wie. Also, lud uns einmal bekicken, was Gott in Wirklichkeit von uns erwarten wird. So, wir lesen dann in diesem Abschnitt hier so in Kapitel 12, darüber sagt, das beurteilet die Zeit, also da dreht davon, wenn du eine Wolke abkommen dät, dann sei wie das Wort regnen. Wenn der Südwind blust, dann sei wie das Wort und heute Deo geben, er dreht wahrer. Und so gibt es verschiedenste Beurteile, wenn wir mehr an den, über das Wahre und über die Zeit, wenn er Raum ans ist. Und wir überprüfen nüchtern, wo wir mit dieser Zeit angehen, wenn es um unsere wirtschaftliche Sache tun dät. Manchmal merkt man, da wird vielleicht reich gemerkt im Planten. Aber auf einmal wird ich mal das Wahre überprüft und dann merkt man, no, dass ich habe so viele Wolken ab, wir wollen noch ein paar Tage länger warten. Und so beurteilen wir, wie wir überprüfen die Zeit. Und manchmal, da wie krieg in diese Beurteilung von wie mehr an tun, auf einmal hast du eine radikale eine Umkehr mehr an. Wie drehen uns an, oder wie tun eine andere Sache entscheiden, wenn wir vorher geplant haben. Also, das ist ein ganz menschliches Denk, und Gott fährt von uns aus Dingen Gottes, dass wir auch einmal selbst überprüfen dann, in welcher Zeit wir leben, und dass wir nüchtern sein und kicken dann, in welcher Richtung da wir gehen. Und vielleicht, dass wir uns auch einmal diese Frau stellen, dann ist es vielleicht auch einmal wichtig, dass ich eine radikale Umkehr in mein Leben merken, do, weil wir wollten, dass Gott erwartet Gehorsam von seinem Volk. Wenn Gott ein Gehorsam erwartet von seinem Volk und wir ab ein Weich sind, wenn er uns nicht nur diesen Gehorsam fehlen lässt, dann ist das vielleicht wichtig. Aber dass wir hier in Lukas Brief lesen, do, dann fangen wir, dass manchmal eine Frau kommt, aus wie diese Überprüfung bloß auf uns wirtschaftliche Anwendung, aber du wir auch ab das Anwenden auf uns geistliche. Und das dreht auch in den Vers, Vers 58, wenn wir ab dem Weichsinn uns für ein Gerechte treffen mit jemand, dann sollen wir uns hängen weh, versäumen mit denen. Bevor wir bei einem Richter kommen, der Richter sagt ab einmal zu dem Gericht, Richter, dass die sollen mir im Gefängnis nennen. Wenn du was denn nicht rüttkommen, die eine ganze Schuld betont hast. Also, überprüft. Sieht nicht da in welcher Zeit wir sind. Und wenn wir dort so beticken, dann fangen wir einmal den Umkehr im Alten Testament, oder will sich dort du Raum nehmen, dort, wenn du abgerufen wirst zum Umkehren. Denn erstens wird sein, dass in der Bibel befinden wir das Wort Umkehren ungefähr 1000 Mal, obwohl das Wort Umkehren vielleicht manchmal in verschiedenste Meinungen oder Richtungen geschrieben ist. Manchmal würde vielleicht Bekehren sein oder Umkehren. Aber das kommt auf jeden Fall über 1000 Mal vor. Und du nur hast ein Teken, dass das eine Sache ist, wenn es wichtig ist, dass man manchmal in einem Leben umkehren, ein Umkehr merken kann. Wenn wir checken dann, das Volk Israel ist nicht umkehrfreudig, weil diesen Umkehr, wenn er sich in uns manchmal befinden wird, der muss mit einer Freudigkeit sein, dass wir in Wellen haben, diese Entscheidung zu diesen Umkehr, wenn er, wir merken sollen, dass wir das tun. Und das Volk Israel muss wie immer wahrer sein, dass sie wird nicht wörtlich sie haben nicht diese Freudigkeit, den Umkehr zu merken. Die Notwendigkeit
von Umkehr. Umkehr ist immer nötig, weil sich das Volk Israel in Rebellion gegen Gott verstrickte. Also im Alten Testament, wie das Volk Israel kommt, immer war eine Frau, dass sich das Volk Israel gegen Gott verstricken darf und dass sie irgendwie sich versündigen. Und deswegen wir Umkehr immer wieder nötig. Und wir wollen Luther sein, wofür Propheten Gott geschickt hat, um den Menschen aufmerksam zu merken, in welchem Moment sei ein Umkehr merken soll. Das Volk Israel ignorierte immer wieder den Willen Gottes. Und dort wird Krieg und große Schwierigkeiten bringen. Und das Volk handelte gottlos. Es missachtete die 10 Geboten. Beim Wichtigendum wird das Volk Israel als wahrscheinlich dort einfach eine ganz geratzte Not von ihrer Ehre Sinn passieren, dass sie immer weiter die 10 Geboten missachten. Wie sollen das allein von der ersten und der zweiten Gebot vielleicht ein von der werden wird, so viel übertreten worden. Götzendienst ist auch, dass wir also Götzendienst, dass wir eine Sache, wenn sie jeder Tag meistkriegt, dann sie fangen er Tag meistkriegt mit Götzendienst an. Man könnte sein, der Götzendienst, dass wir meistkriegt und der Tagesregel von der, da wir diesen Götzen dann malen, da wir den Götzen dann. Und so wird der Götzendienst geübt, ohne Mut, wie der Götzendienst in das Volk Israel zu fangen. Es missachtete irgendeine Vorgabe, wenn das zum Beispiel wird bekannt gemerkt wird, oder irgendwas wird eine Ordnung wie von den Propheten oder von den Führern, die tätig werden. Sie achten nicht darauf, sie werden nicht einfach missachten. Wir können sein, da haben auch eine Gruppe, vielleicht irgendeine Darbsregel, was sie da haben, oder eine Gruppenregel, man kann nicht krank sein, wo du wir, aber sie missachten dort. Sie werden glückältig gegen irgendeine Sache, wenn dort passieren dort. Wenn wir einmal fragen, dann, was ist Umkehr, das ist vielleicht wichtig, denn dass wir uns einmal bewusst merken, am Wort eigentlich geht. Die Umkehr oder Bekehrung markiert biblisch gesehen eine radikale Richtungsänderung im Leben eines Menschen. Also Umkehr, das bedeutet also von biblischer Sicht eine radikale Veränderung von einer Richtung, wo ein Mensch gründet. Das andere, sage ich, die Umkehr ist ein Übergang von ein altes zu ein neues, gottgefälliges Leben. Also, das ungefähr wird Umkehr bedeutet. Die Umkehr führt zu einer tiefgreifenden Veränderung von ein altes Leben zu ein klares neues Lebensziel. Also von einer Umkehr, das hat zu tun, wenn man in ein altes, versündliches Leben leben wird, dass man dann auf einmal eine ganz tiefe Entscheidung merken wird und man merkt sich einmal ganz klar, dass man merkt, ein ganz anderes Lebensziel wird Gott gefällig sein kann. Wenn wir einmal checken, dann Umkehr im Alten Testament, über wo Gott wirben, dort echte Propheten zu der Bekehrung an das Volk Israel, dann wollen wir mehrere Beispiele fangen. Gott schickte die Propheten, zum Beispiel Elia, sie rufen zur Umkehr auf. Sie rufen immer weiter zur Umkehr auf. Sie warnten das Volk vor einer kommenden Strafe. Also die Propheten, die deuten das Volk ständig darum warnen, dass sie eine kommende Strafe kommen haben, die Propheten erfahren nur Ablehnung. Also wenn die Propheten eine Warnung geben dann für das Volk, das Volk das lehnt diese Warnung direkt auf. Die Propheten denken dort, dass sie diese Warnung rückgeben dann, anstatt dass Menschen
gehorchen deuten die End euer Verfolgen, und das kommt sogar so weit, dass Propheten angebracht worden. Und so eine Sachen passieren durch immer wahrer im Alten Testament. Und dort kommt das so weit, dass das Volk Israel widerstrebt den Ruf Gottes zur Umkehr. Also das Volk Israel, die hatten das so weit, dass sie all diese Umkehr, was sie hatten, und abgerufen wird, dass sie dort sehr auflehnen deuten. Und dort braucht viel Not in ihre Umgebung, in ihre manch Erfolg. Der nächste Punkt, also wir haben einmal ein Bett gesehen, wird die Propheten abreden deuten, oder würde abrufen deuten für die Umkehr im Old Testament. Und den nächsten Punkt, wenn wir einmal checken, der Umkehr im Neuen Testament oder der Ruf zur Umkehr im Neuen Testament. Wir finden im Neuen Testament auch viele Beispiele, wenn wir ganz klar von dem reden tun. Im Alten Testament sagen wir, dass Gott durch den Propheten abruft. Und im Neuen Testament werbt Gott durch Johannes den Täufer um sein Volk. Also im Neuen Testament, Johannes wie eigentlich vielleicht so eine Worte zwischen den Alten und dem Neuen Testament wie, aber Gott ruft durch Johannes zu dem Volk. Johannes der Täufer ist im Alten Testament angekündigt, aus der Messias kommt. Also heute wird ankündigen, dass der Messias kommen wird. Und Johannes der Täufer, er predigte die Umkehr zur Buße. Viele hörten darauf. Er erneuerte das Volk Gottes, also heute das Volk Gottes einmal abbühen. Und viele lassen sich zur Vergebung der Sünde im Jordan auch taufen. Also wir merken dort, dass diese Botschaft, die Johannes übergeben wird, dass wir nicht eine Sache, dass nicht keiner dort hören wird, sondern dass wir bloß eine bestimmte Gruppe, wenn er ab Johannes hören wird. Andere, die werden sich darin einig, dass sie nicht ab Johannes seine Botschaft oder Predigt, wenn er übergeben wird, dass sie würden nicht darauf hören. Also, auch im Neuen Testament fängt dort an, dass sie abgerufen worden zu einer Bekehrung. Jesus ruft das Volk Gottes zur Umkehr auf, also Jesus selbst, und wir kicken dann, der ruft das Volk Gottes zu einer Umkehr auf. Und als Jesus diese Ruf zur Umkehr geben wird, dann befängt wir dort, dass das jüdische Volk sich einmal spulen wird, also gewisse, die wollen, andere, die wollen nicht. Und das kommt dann so weit, dass manche dann für Jesus werden und andere, die werden ganz gegen Jesus. Und wir sehen das auch, dass das Volk sehr unbußfertig unter dieser Zeit immer war wir. Jesus weist auf das kommende Gericht Gottes hin, zum Beispiel bei der Tempelreinigung. Als Jesus der Tempelreinigung merken wird, dann weiß Jesus auch durab Hahn, dass er wird nicht dass wir ein Gericht im kommen, also die Menschen, die hatten eine Vorwarnung gekriegt, dass sie wurden Gericht Gottes über ankommen. Wir sehen, dass auch Jesus schenkt in jeder einen wahren Amt kriegen und hat jeden auch die Gnade, dass er tun kann. Und wir besonders stecken dann bei den Zöllner. Zachäus, als er diesen Wunsch einmal hat, sich mit Jesus zu treffen oder Jesus kennenzulernen, oder wie könnte sein, eine radikale Veränderung in seinem Leben zu merken, dann sehen wir, dass Jesus auch die Kraft geben wird, auch die Genug und die Freudigkeit, diesen Schritt zu merken. Also, wenn Zachäus so klein wird, er wird nicht verantwortlich,
diese Entscheidung alleine merken, wird Jesus daran halten, dass er diese Entscheidung merken kann, weil Jesus sieht, von der will ich bei dir sein, ich will mit dir in den Hüten sein, und sie gingen der Taub und Zachäus mögt eine Entscheidung zur Umkehr. Und wie sollen das diese Jesus, was er abrufen, der Tabuse, das kommt so weit, dass sie Jesus anbringen würden. Die Menschen werden nicht interessiert an diese Botschaft und sie werden nicht interessiert an diesen Umkehr und Erleben zu tun. Und dann kommt das so weit, dass sie Jesus einmal anbringen würden. Und dass wir, weil Jesus diese Botschaft an Ernst rufen würde. Wenn wir dann ein bisschen wieder gehen, dann kommen wir nur der Apostel. Und dann soll wir, dass sich in der Apostel nur Pfingsten von sehr und in der Öffentlichkeit und abzustun, in deinen Predigen, und rufen ab, die Menschen, dass sie sich amtieren sollen. Sie rufen ab an diesen Glauben an Jesus Christus. Den Messias, sie sollen an den glauben, sie predigen diese Botschaft von den Jesus-Anhängern Luten haben. Sie bieteten Vergebung der Sünden an, also sie boten die Vergebung der Sünden an. Und diese Möglichkeit, wenn sie haben, das wird tjantelieren, dass wir entsäuerlich, wie gesagt worden, und sie haben die Gelegenheit, der Entscheidung zu merken. Die Apostel werden von den theologischen Priester abgelehnt, also das fängt auch vielleicht von der Priesterschaft an, oder von der, meinst du, ich sage, von der katholischen Kirche, vielleicht wird er da nicht katholisch, aber einer weiß, der Priester, der da tätig wird, der lehnten diese Predigt von den Aposteln, der wird ganz oft gelehnt von ihnen. Die Apostel würden gefangen genommen, also weil der Apostel diese Botschaft predigen, da kam das so weit, dass der Apostel gefangen genommen worden. Der Apostel wurden geschlagen, die Apostel werden im Gefängnis geworfen. Aber die Apostel, wird interessant, dass sie beobachten, dass sie den guten Nurecht von Jesus Christus, trotzdem, dass sie diese Ablehnung erfahren mussten, denn sie trotzdem immer waren die frohe Botschaft, ohne zu wissen, dass sie meid werden, predigen sie diese frohe Botschaft wieder. Dass das Volk zu dieser Entscheidung kommen soll, dass sie wirklich amtieren würden. Also das ist ein Zeichen davon, dass der Apostel dort besonders verneuert gefunden hat, dass diese Umkehr in Erfolg stattfinden muss. Und Luther, so wie von Saul, Saul begegnet als Verfolger der Gemeinde. Er fängt so an als ein Verfolger von der Gemeinde. Er wird gegen dort, wo die Apostel predigen deuten. Aber er hat eine besondere Begegnung mit Jesus. Und wird ihm dann durch diese Begegnung, die er mit Jesus hat, ihm dann auf einmal dazu bringen, dass er diese klare Entscheidung merken dort. Und Messe, ich sage, ich kriege eine große Angst. Und du dich wie am Fuß bewusst, dass Gott hier am Spiel wird und dass er nicht dagegen wird. Und er mögt Fuß der Entscheidung, dass er Jesus nur folgen. Und Luther war Paulus der Evangelist. Er predigte unermüdlich und forderte Juden und Heiden zur Umkehr auf. Also Paulus, als er einmal frei war, und als er einmal diesen Umkehr gemerkt hat, nur den hat er begegnet mit Jesus, dann hielt er nicht ab von dieser frohen Botschaft, dass die Juden und die Heiden zu predigen und ihnen zu fordern, dass sie amtieren sollen. Und was er auch tut, er tut die Arbeit von der Seelsorge. Wir können sagen, Seelsorge bittete er die Christen an, um ein von sündhaften Verhalten abzulassen. Also heute mit den Christen, also mit Teufeln, diese Entscheidung zur Umkehr
gemerkt haben, heute mit diesen Menschen reden und heute durch abhanden wiesen, dass sie ein von ihrem sinnlichen Leben können frei wollen. Und wenn wir gucken dann, warum Paulus dort so wichtig wäre, die Menschen von ihrem sinnlichen Leben so frei wollen, er wüsste dort, dass der Sinn, wer in den Sinn blieben würde, wer wieder singen würde, dass der arm würde zum Tod führen. Also wenn Menschen wieder in ihrem Sinn blieben würden, dass die Sinn irgendwo zum Tod führen. Und dafür wohl Paulus alles online, dass das nicht so wie kommen würde, dass das Volk zum Umkehr, die würden in diesen in Tod von der Sinn fallen. Luther, wenn wir wieder kicken dann in der Offenbarung, also in der sieben Sendschriebenen Offenbarung 2 und 3, da fängt wie wahr, dass die Gemeinde, dass wir es ein Weckruf, also vielleicht nicht so sehr, dass das nun direkt wie eine Aufforderung bloß zum Umkehr, sondern mehr auch, dass sie so mal wacker wollen. Jesus sagt, ich habe jeden die, und ich glaube, uns ist das alle bekannt, wenn wir das lesen dann, im zweiten Kapitel offenbar und sagt, ich habe jeden die, dass du die erste Läufe verloren hast. Und so fängt wieder die Gemeinde in dieser Zeit in die Vorstand, in denen sie läuflos geworden werden, verloren haben. Und dass sie einen Weckruf brücken sollten. Und da werden besonders zwei Gemeinden, wo du verstanden, sondern die Gemeinde Sirana und die philippinische Gemeinde, die werden du auch, die Gemeinden. Und auch diese Gemeinden werden aufgerufen, Buße zu tun und umzukehren. Also wir sollen das immer wahr, dass sie werden abgerufen, ein Amt zu kehren und Buße zu tun. Wenn wir schicken dann der Ruf an der Gemeinde in der Offenbarung. Die Gemeinde in der Offenbarung folgte, hat folgende Probleme. Sie hatten Probleme, zum Beispiel, sie haben die Liebe verlassen. Sie duldeten Irrlehre, sie duldeten Unzucht und Götzendienst, sie sind geistlich lau. Das werden die Troubles, die die Gemeinden zu deutet haben. Sie werden geistlich ganz lau geworden und sie haben angefangen, Götzendienst nannte Luther Christus im Alten Testament deuten. Sie duldeten Irrlehren und sie werden läuflos geworden. Wenn man manchmal von der und auf schicken hat, dann fängt sich das manchmal so rüht, dass das der zweite Punkt, zum Beispiel Erlehren zu dulden, wenn es eine Gemeinde geben würde, wo keine Erlehren dulden würde, dann würde man auch von der und auf sehr viele Probleme, wo man sich mit begegnet. Meist einmal gibt es von der und nach Spaltungen in der Gemeinde, wenn jemand in der Gemeinde auf einmal sein wird, dass das eine Ehrlehre, wenn hier gepredigt wird, diese Predigt, oder das Glauben oder diese Meinung, ist nicht biblisch. Wenn sich jemand trüen würde, über dort zu reden, dann würde man sehr bosig machen, dass anstatt diese Ehrlehre rückgeschafft worden würde, dann würde man eine Spaltung erfahren. Und das alles, das kommt davon her, dass die Lieblosigkeit oder dass die Leute, dass sie die Liebe verlassen haben, dass die Gemeinde immer wahr in ihr vorstellt, die Leute zu verloren und du dich lau wollen und du dich verschiedenste Erlehren in der Gemeinde ankommen dann. Wenn sie von der und nach ticken würden, ich glaube, für jede Gemeinde oder für jede Person, für uns, muss uns so bewusst sein, dass es für uns die Chance geben wird, dass wir umkehren können. Wir können fast durch
glauben, dass wir von der in dieser Zeit der Gnade leben dürfen und dass uns diese Möglichkeit zur Umkehr angeboten wird. Wenn wir einmal so im Zusammenhang kicken dürfen, das ist ein Thema zu eng, wenn wir im Zusammenhang einmal kicken dürfen, wo dort im Alten Testament wir und wo dort im Neuen Testament wir und wo dort in der Apostelgemeinde wir und wo dort in der Offenbarung wir. Ich glaube, das Erste wird uns mal total bewusst sein, dass wir selbst wollten, ab wann war wir stehen, und dass wir selbst wollten, in welcher Zeit wir stehen, und uns wie Reich Gottes Wort gegenüber unsere Richtung gestaltet haben. Und wenn wir würden vorstellen, dass uns irgendwo fehlt nur Umkehr zu tun, dann würde ich in jedem einen Toruden merkt diese Entscheidung zu der Umkehr. Weil Gott wird sich dort bezeugen, in Christus, der bei den Zachäus dort, Gott wird die Gnade dort geben, Gott wird die Freudigkeit dort geben und Gott wird auch seinen Sehen ab dieser Entscheidung schenken. Und ich glaube, uns ist bewusst geworden, dass der Anruf zu der Umkehr eine von den Sachen ist, was in der Bibel das ganz meiste oft gesagt worden ist. Einmal war er, wenn Menschen abgerobt worden und schädigt doch für ein gottgefälliges Leben, dann wird das derjenige gehen. Und einmal war er, wenn das bewiesen wird, dass sie im falschen Weg gehen werden und dass das Weg in den Tod führen wird, dann entscheiden die Menschen sich rebellisch gegen diese Lehre zu gehen. Und wir finden das ganz Interessante, dass Jesus selbst sehr abgerobt hat zu dieser Umkehr, besonders im Neuen Testament, und dass es so weit gekommen ist, dass sie anbringen werden. Und Gott hat seine Propheten gebraucht, wie wollten, in jeder einer von uns, wollte, dass wir einen Schöpfer Gott haben, und dass er mit den Propheten reden dort, und dass er die Propheten brücken dort, und zum Ehren abrufen für diesen Umkehr. Und möchte jeder einer von uns ein Weg gehört haben, dass wenn der Jesus Gottes zu uns reden dort, dass wir vielleicht eine radikale Umkehr in uns Leben brücken dann, dass wir nicht so hart worden sind, als die Menschen im Alten Testament werden, auch nicht, dass die Gemeinde oder die Menschen im Neuen Testament werden. Und wir können nicht sein, diese Not, die wir von der und nach im Land haben, die Not, die von der und nach in der ganzen Welt ist, dass da keine Kontrolle mehr ist über das Rechte, über das Falsche. Und dass das so weit gekommen ist, dass das Rechte wird für falsch geholt und das Falsche für reich. Und dass Moral für Unmoral und die Unmoral für Moral, dass das alles in diese Richtung gehen wird von einem gottlosen Leben. Dass erst kriegst du von hergekommen, weil die Menschen nicht Acht gegeben haben auf den Ruf, den ich in Prediger oder in Bibelwort zu Ernst geredet habe. Ich wollte überzeugt sein, dass wenn die Menschen darauf achten würden, auf die Botschaft, die für Ernst geredet wird, und wenn sie achten würden, in welcher Zeit wir werden, und wenn sie achten würden, wo der von Gericht ab Ernst kommen würde, wenn sie nicht eine Entscheidung zur Umkehr machen würden, dann würde ich nicht, dann würde mehr Kinder Gottes geben in das ganze Land, wo mehr Fried kann sein. Aber so wie die Botschaft von der, ich hoffe, wir können von Gott sein Wort lernen. Und wir wollen zum Schluss ein Leid sein, was wir hier wollen und wohnen und da. Und das sind spanische Leute.